2009 wurde ich von meiner AIDA angesprochen, ob ich nicht Bock hätte, die AIDA Luna zu taufen. Ich war vom ersten Augenblick so beeindruckt und begeistert von dieser Größe eines Kreuzfahrtschiffes, weil ich hatte vorher nie Kontakt mit Kreuzfahrtschiffen, weder beruflich noch privat. Und ich fand die Begrüßung toll an Bord. Ich war sofort herzlich aufgenommen und habe gesagt, schon am ersten Tag, die nächste Reise, die nächste Urlaubsreise wird auf jeden Fall auf einer AIDA stattfinden. Ich habe 14 Tage lang wie blöde diesen Taufspruch gelernt, weil mir jeder gesagt hat, das muss sitzen, da darf man sich nicht versprechen, es bringt sonst Unglück. Dann wurde natürlich die Kleiderfrage auch noch geklärt, weil grün darf man bei einer Taufe auch nicht tragen, das bringt auch Unglück. Also habe ich mich für ein rotes Kleid entschieden. Und die Taufe an sich ist natürlich ein so emotionaler Moment, weil man natürlich hofft, zerspringt die Flasche, klappt alles mit dem Taufspruch, klappt das ganze Rahmenprogramm. Wir standen ja vorne an der Spitze oder auf der Spitze des Schiffes mit Blick auf Palma de Mallorca. Ja, dass sich AIDA gedacht hat, die hat das so toll damals gemacht, da nehmen sie doch gleich ein zweites Mal. Und da habe ich dann natürlich die Anfrage 2019 bekommen, die Mira auf Mallorca wieder zu taufen. Und da habe ich natürlich sofort Ja gesagt. Meine schönste Erfahrung hatte ich natürlich als allererstes mit der Luna. Wir haben ein Jahr später eine Atlantikkreuzfahrt gemacht von Hamburg nach New York. Und das ist für mich auch noch die, wie sagt man, Reise, die am meisten in Erinnerung geblieben ist, weil es natürlich auch die erste war, aber weil man dort natürlich auch sehr, sehr viel sieht, was man sonst auf normalen Reisen nie sehen würde. Ich liebe AIDA, weil es für mich wie nach Hause kommen ist.